ihr Lieben und herzlich willkommen bei Kinocheck, bei der Tea Time als Nachfolger zu Brunch Time. Nachdem die euch so gut gefallen hat, haben wir uns es nicht nehmen lassen, uns heute hier mit Johannes und Moritz zu treffen zum Film Das kalte Herz, weil die sind tatsächlich in Freiburg zur Premiere aufgekreuzt. Und das müssen wir natürlich ausnutzen, haben uns hier ein paar Fragen für euch bereitgelegt. Da fange ich direkt an mit Johannes, wenn das in Ordnung ist. Ich habe gelesen, dass du in Baden-Baden geboren bist, also wirklich auch von hier kommst. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, mit dem Dreh im Freiburger Wald oder im Schwarzwald, kommt das daher, dass ihr quasi so die heimischen Wälder nochmal, weil du die kennst und weil du die gerne siehst, oder woher kommt es, dass ihr tatsächlich im Schwarzwald gedreht habt? Naja, also das Märchen spielt ja im Schwarzwald, ne? Also da liegt es natürlich nahe, im Schwarzwald danach zu suchen, wo man dreht und so. Aber dass ich hier aufgewachsen bin, das hat natürlich auch bedingt, dass ich mit dem Märchen viel zu tun habe oder dass es viel mit mir gemacht hat, weil ich es halt sehr gut kenne. Ne? Weil wenn man von hier kommt, dann ist das, gehört das hier ja zum Kulturgut. Sag ich mal, kommt man nicht drum rum. Und ich habe natürlich auch einen großen Bezug zum Schwarzwald, also zu diesem Mythenort Schwarzwald, weil man auch um den nicht drum rum kommt, wenn man hier in der Gegend groß wird. Und mich an dem abzuarbeiten, das war schon, das war spannend als Idee und Konzept. Ja, also wir haben gehört, dass der Dreh teilweise wirklich sehr beschwerlich war. Lange Tage. Aber wie habt ihr das beide wahrgenommen? Es ist sicherlich aus beiden Warten sehr spannend. Keine Ahnung, wie hast du das wahrgenommen? Ich fand's, das ist halt das Beschwerlichste, glaube ich, und da wird Johannes mir höchstwahrscheinlich recht geben, am Ende des Tages, Filme machen es immer anstrengend, ne? So irgendwie. Das Beschwerlichste war tatsächlich, die Kohle zusammenzubekommen, ne? Es ist oft so, dass, wenn man Filme macht, die halt, vielleicht, was ein schweres Wort da irgendwie, ein richtiges zu finden, aber ein bisschen komplizierter vielleicht sind oder ambivalenter oder was auch immer, als so gängiges Mainstream-Kino, dann ist es halt nicht mehr so leicht geworden. Und wenn du wenn du einen Film machen willst, der dann auch noch, das ist ja nun, wenn du so willst, im besten Sinne ein Kostümfilm auch, ne? Das spielt in einer anderen Zeit, das ist historisch. Das kannst du nicht machen für 1 Million Euro. Das wird sehr schwer. Und ich glaube, das war, glaube ich, beschwerlich vor allem mal. Also, und ansonsten, ich habe das eigentlich als, ich habe es nicht als beschwerlich erfunden. Die Maske war halt scheiße. Das war nervig. Also, und dieses ganze Zeug, was ich da auf mir drauf hatte, um das wieder abzukriegen, dann findet man eine Dusche irgendwo dann da, wo du halbwegs noch so mehr als so ein Wassertropfen so rauslüllert. Das war ein bisschen, aber sonst, nee, im Gegenteil. Ich habe das eigentlich als sehr geiles Team, als total inspirierte, sehr lebendige Arbeit irgendwie gewesen. Also für mich zog es sich nicht, muss ich sagen. Ich glaube, Freddy hat das alles erzählt. Revenant, weißt du? Ja. Das macht sich immer gut, weißt du? Ja. Guck mal, ja, guck dir doch DiCaprio an. Jetzt kriegt DiCaprio endlich den Oscar. Warum? Weil er rohes Fleisch gegessen hat, ne? Ja, weil das er diesmal keinen stärkeren. Ja, weil er so frieren musste. Und dann musste er so, och, und dann der Bär, du weißt, was da passiert ist, ne? Dann sagt man, komm, ne? Deswegen, das macht sich halt gut. Ja, gut, ich fand es, nein, jetzt mal Spaß beiseite, ich fand es wirklich nicht beschwerlich. Es war eine geile Arbeit. Ja. Na, der eine oder andere musste schon ganz schön die Zähne zusammenbeißen, das stimmt. Das weiß ich auch. Also es gab schon ganz schön eine Overtime. Ich war ja auch so lange nicht dabei. Also die haben ja den großen Teil ohne mich gemacht. Ja, das ist auch wahr. Aber also sagen wir mal so, was ich gemerkt habe, ist, dass alle echt wollten und mit einem großen Enthusiasmus auch eben tatsächlich die extra Meile mitgegangen sind, weil sie alle gemerkt haben, dass da irgendwie was Besonderes entsteht. Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Aber du hast ja gemeint, mit der Geschichte bist du groß geworden, die hast du ja auch teilweise neu interpretiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wir haben das große Pech, und das ist auch wirklich schade, dass wir den Film jetzt erst nach dem Interview sehen, also wird es umso spannender jetzt noch für uns, aber es ist natürlich vom eigenen Fragen finden her relativ schwer. Aber inwiefern ist es, wir haben in der Kritik gelesen, dass das Glasmännchen also sehr den Missbrauch der Natur beklagt. Und das, wenn ich es richtig verstanden habe, spielt er in einer völlig anderen Zeit. Es gibt diese Zeit nicht wirklich, sie ist nicht wirklich definiert, aber es gibt zum Beispiel Tätowierungen, Stammestätowierungen und so weiter. Aber inwiefern ist da der Punkt Umwelt, wie kommt es dazu? Was hat das ausgelöst, dass das Glasmännchen da sich drüber auslässt? Willst du dir erstmal deinen Tee geben lassen? Ja, ich hole ihn mir auch gerne selber. Also sogar testen.
Ja. Also, die Urgeschichte von Hauf geht ja darüber, wie die Gier die Menschen verändert und was es mit der Gesellschaft macht und mit der Solidarität der Menschen und mit der Liebe und so weiter und so fort. Mhm. Aber die Geschichte spielt eben auch in einem Schwarzwald, in dem die Menschen entdecken, dass wenn sie die Wälder abholzen und das alles den Rhein runterflößen, dass sie wahnsinnig viel Geld damit verdienen können. Und führt natürlich dazu, dass irgendwann der Schwarzwald kahl war. Das wusste Hauf noch nicht, als er das Märchen geschrieben hat. Aber 100 Jahre nachdem er das fertiggestellt hatte, war der Schwarzwald kahl. Das heißt, wenn man diese Geschichte heute erzählt, dann muss man eben auch erzählen, was die Gier mit der Welt macht, die die Menschen umgibt, mit der Natur. Und das ist ein Aspekt, den kann man überhaupt gar nicht weglassen, wenn man sich heute mit dem Märchen beschäftigt, finde ich. Ja, es ist auf jeden Fall am Zahn der Zeit, das ist keine Frage. Aber es ist auch eine gute Information, dass es einfach quasi nachgetragen wurde zum Roman. Daher der Impuls sozusagen. Ach, das schwingt doch aber auch schon bei Hauf total mit, oder nicht? Genau wie Johannes gerade gesagt hat. Also das ist ein Aspekt, der schwer zu übersehen ist. Ich glaube, du liest es heute mit rein. Kann gut sein, aber also das war mir, also das schon auch, ja doch, das finde ich schon. Also na klar, natürlich, das zuzuspitzen auch und so, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber dass das ein tragendes Element ist, natürlich, klar. Es ist einfach eine perfekte Parabel über das, was Kapitalismus so bedeutet. Ne? Also auch meine Figur, also ich sag mal, Kapitalismus kann ja eine feine Sache sein, weißt du, wenn die Leute ihre Grenzen kennen würden, wenn man sagen würde, wir alle streben nach einer bestimmten Form von Wohlstand, wir wollen es auch alle irgendwie nett haben, dann ist das auch alles drin, weißt du, solange das Grenzen hat und man sagt, ich habe hier mein kleines Hütchen und dann habe ich da vielleicht nochmal, vielleicht sogar so ein kleines Bötchen, so, das teile ich mir dann mit ein paar Kollegen, ne? Wenn du aber sagst, das reicht für mich, so, ne? Da kann auch von mir aus ein Sportwagen mit drin sein, alles easy, dann ist das okay. Oder sagen wir mal anders, solange du weißt, dass das Geld, was du verdienen willst, dass du das deswegen verdienst, weil du dir damit etwas kaufen willst, dann ist alles gut. Wenn dieser Bezug verloren geht, dann hast du verloren. Und das ist genau das, was dem Holländer Michel passiert. Das ist das Streben nach etwas. Es geht nicht mehr darum, dass ich Geld verdiene, um mir damit einen Ferrari zu kaufen. Ich habe diese Ferraris schon. Es geht also, kann nicht mehr um das gehen, was ich mit dem Geld bewirken kann oder kaufen kann, sondern es geht nur noch um das Geld selbst. Und das ist das, was der Holländer Michel ist in seiner... Also die Gier. Ja, vor allen Dingen das Streben um etwas und, wie soll man das sagen, also die... vergessen zu haben, dass es nicht um das Geld geht, sondern um das, was du damit kaufen kannst. Und dann wird es gefährlich. Weil wenn Leute so viel haben, dass sie eigentlich nichts mehr kaufen können, weil sie es eh schon alles besitzen und trotzdem weiterstreben, dann ist der Kapitalismus im Arsch. Wenn diese Grenzen da wären und man könnte sagen, ach, ich will ein Mann, so ein Ferrari mit 50 wäre schon geil. Man dann aber wüsste, dann ist auch ruhig und wenn ich den habe, dann kann ich auch was abgeben. Dann wäre Kapitalismus überhaupt kein Problem. Und dann wäre das alles easy, dann wäre auch das Streben easy. Und auch wenn man so eine bestimmte Gier auch okay, ne? Wenn man wüsste, wo die Gier ihre Grenzen hat. Das Problem ist, dass die Menschen vergessen haben, wo diese Grenzen sind. Und dann kann ein einziger Mensch so wahnsinnig viel Unheil erwirken, eben weil er auf so viel Kohle sitzt, dass er, wie war das mit dem 1%, was mittlerweile, ich weiß nicht, 1% besitzt das, was... Besitzt ein Drittel. Oder keine Ahnung, wie die Zahlen da sind. Aber ich glaube, das war für mich auch was beim Lesen. Das finde ich sehr, sehr schlau und sehr halt metaphorisch und auch poetisch ausgedrückt von Hauf. Ne? Es geht ihm nur noch, es ist wie ein Junkie, der Holländer Michel. Dem geht es nur noch um diese Herzen. Es geht nicht darum, dass er irgendwas dafür bekommt oder irgendetwas damit macht. Es geht einfach nur noch darum, sie zu besitzen. Also wegen Traumata. Also ich würde mal Junkie, sagen, ja. die Buddhisten haben ein Wort, das geht so, das größte Glück der Welt entsteht, wenn die Menschen nach dem Glück der anderen um sie herum streben und das größte Leid in der Welt entsteht, wenn die Menschen nach ihrem eigenen Glück streben. Es geht um das Maß zwischen Egoismus und Solidarität in der Gesellschaft. So. Und der Holländer Michel ist letztendlich ein Vorbeter, ein Priester des Egoismus. Ja. Jemand, der versucht, wie eine Sekte um sich zu scharen, die Menschen dazu zu bringen, nur ihren eigenen Vorteil zu sehen.
die Solidarität eben tatsächlich irgendwie nicht mehr so ernst zu nehmen und rücksichtslos, skrupellos irgendwie nur nach dem zu streben, was sie denken, was für sie selber gut ist. Und das ist eben ganz oft, sind banale Dinge, ja? Geld zum Beispiel. Und darum geht's. Das ist die, das ist das, worum es geht. Okay. Ist das Kaputtmachen, wenn du so willst, mit, von Empathie, ne? Das Wichtigste, was es überhaupt auf diesem Planeten gibt, ist die Empathie. Was uns als Frage auch interessieren würde, Moritz, wäre, wie du dich eigentlich auf so eine Rolle vorbereitest. Wie kann man sich das genau vorstellen? Also Vorbereitung ist für mich echt so, ich kann das nicht in Worte fassen. Viele Kollegen können das super gut. Ja. Ich kann das gar nicht. Ich habe das immer, meine Mutter hat das immer Schwangergehen genannt. Und ich, das habe ich übernommen. Das ist so, in dem Moment, wo ich weiß, ich mache einen Film, dann lese ich natürlich, klar, und versuche, vielleicht gibt es Dinge, die mich im Zusammenhang mit so einer Figur interessieren, die ich dann auch lese. Vielleicht Literatur aus der Zeit, solche Sachen. Und dann kommt mal hier eine Idee und mal da eine Idee. Und so Stück für Stück geht das so. Und dann habe ich hoffentlich einen Regisseur, ne? der mir sagt, sehe ich den. Und das ist ja der Film, das ist ja Johannes Kosmos, sein Film. Ich bin ja ein Werkzeug, wenn du so willst, im besten Sinne. Du hast mir irgendwann angefangen, Fotos von Charles Manson zu schicken. Genau. Erinnere ich mich noch ganz genau. Also wir haben uns natürlich schon so über Charaktere diesem Holländer Michel angenähert. Ja. Auch, ne? Aber das ist kein, weißt du, das ist kein, für mich zumindest, nicht so ein technischer Vorgang. Stellt man sich immer so technisch vor, so methodmäßig, dass dann Leute so, und dann machen sie dies, und dann machen sie das. Das ist eher so ein inneres Ding. Und natürlich die Gespräche mit dem Regisseur, ganz klar, weil ohne den, er hätte ja auch sagen können, ich finde, der muss rosa angemalt sein. Dann hätte ich gesagt, okay, gut, alles klar, machen wir das jetzt. Weißt du, so. Das ist ja auch das Tolle für einen Schauspieler, also ein Werkzeug zu sein. Das ist ja das, was viele Schauspieler an dem Beruf ankreiden und sagen, ach, man ist nie autonom und man ist immer nur, das ist was ganz ehrlich, was ich total genieße. Die Freiheit zu sagen, ey, ganz am Ende, sein Film. Weißt du, was ich meine? So, ich habe damit nichts zu tun. Wenn du sagst, ich habe Scheiße gespielt, okay, gut, ne, können wir drüber diskutieren. Aber der Film ist nicht sein Problem. Nicht mein Problem. Das ist ganz ehrlich, das finde ich ganz angenehm. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich es nie darauf angelegt habe, wenn du so willst, ein Publikumsstar zu sein oder Filme zu machen, die erfolgreich sind oder so, oder auf Teufel komm raus erfolgreich sein müssen. Einfach, weil ich diesen Druck gar nicht standhalten will und auch gar nicht könnte, glaube ich. Ich will die Freiheit haben, da mein Ding zu machen, und das ist ganz gut, dass er jetzt hier die Verantwortung trägt. So, das ist schon ganz gut. Vielleicht probiere ich das auch irgendwann mal aus, aber ich empfinde das in meinem Beruf als einen großen Luxus. Ja. Absolut. Ja. Und das ist ja gerade das Tolle, zu schnallen, was ist der Kosmos von dem Herrn Naber? Wieso nimmt er sich dieses Märchen? Wieso nimmt er die Geschichte jetzt nochmal und meint, diese Geschichte erzählen zu müssen? Das macht es ja gerade spannend. Ne? Ich finde es schön, dass es nochmal Fantasy jetzt im deutschen Bereich gibt. Das ist ja doch eher selten. Ja, aber das meine ich eben, weißt du, es ist ja nicht, dass man jetzt sagt, oh Fantasy, sondern das ist ja ein Stück Literatur, was nun in x-facher Form irgendwie aufgearbeitet wurde. Ja. Und wenn dann jemand wie der kommt, für mich als Schauspieler jetzt, und sagt, der macht es, dann finde ich das irre spannend. Weil ja, sag, lass uns mal darüber reden, ne? Irgendwie, was das in Bezug auf Genre bedeutet, irgendwie so einen Film zu machen. Also was es bedeutet, in Deutschland Genre zu machen, überhaupt generell. Wo da die Mankos sind und die Notwendigkeiten, weil das ist etwas, worauf ich wirklich stark gestoßen bin, dass wenn man sowas neu übersetzt in eben so eine Genre-Richtung, was ehrlich gesagt für mich auch was Neues und ein Experiment war, weil das, was ich bisher gemacht habe, ist wirklich weiß Gott anderes. Ja. Ich hatte aber totalen Bock drauf. Dann merkt man eben plötzlich, dass alle darauf eine wahnsinnige Lust haben und du in ein Vakuum reinkommst, irgendwie, wo die Menschen sagen, wow, ja klar, super geil. Aber wenn es darum geht, irgendwie wirklich die Sache zu befördern und zu unterstützen, irgendwie, dann merkst du auch eine unglaubliche Angst davor, weil das eben alles nicht die sichere Bank ist, weil man eben weiß, dass irgendwie die Leute dann eben vielleicht doch lieber die amerikanischen Vorbilder gucken als deutsche Sachen und können sich nicht vorstellen, dass man in Deutschland originäre Genrestoffe tatsächlich schaffen kann im Kino. Es gibt einen unglaublichen Vorbehalt davor und das ist mir jetzt so oft begegnet die ganze Zeit und das geht mir so auf die Nüsse, dass alle es eigentlich wollen. Und dass wir auch die Möglichkeiten dazu haben, also sowohl technischer Natur als auch künstlerischer Natur, irgendwie ist alles da in Deutschland, um das alles zu machen. Und wir haben auch versucht, das zu beweisen. Aber es gibt eine Angst davor. Und aus der wiederum resultiert auch ein Misstrauen des Publikums.
Also wenn in Deutschland Genre gemacht wird, dann ist erstmal so irgendwie, das kann ja nicht gut gehen. Ja, das ist immer schade. Das sehen wir auch, ich meine, in den Feedbacks auf YouTube sehen wir das ja sehr deutlich. Aber wir sehen auch, dass das Publikum sich sehr wohl mal was anderes wünscht. Und da hoffen wir natürlich, dass auch die Produktionsfirmen und die Verbände und die ganzen Fördereinheiten auch mal irgendwie nachziehen und ordentlich Gas geben. Aber dafür müsst ihr natürlich ins Kino gehen und dem Film gute Zahlen bringen. Schaut euch den Film einfach an. Die paar Euro ist es wert für eine deutsche Produktion. Danke Moritz, danke Johannes für das Interview. Es war mir eine Ehre. Nächstes Mal vielleicht zum Breakfast. Mal schauen, wir sehen. Bis dahin, danke. Ja, wobei man die jetzt auch über die drei Teile hinweg auch schon so gut drin hat. Aber das ist mir auch gefallen gestern. Wir haben den Film ja gestern auch gesehen und Gideon wird einfach von jedem empfohlen.